verstehe die Aufregung um die Impfpflicht nicht. Und das als jemand, der kein Fan von Impfpflicht ist. Natürlich fände ich es besser, wenn die Menschen freiwillig und rational die zweifellos beste Entscheidung für sich treffen würden, nämlich sich impfen lassen. Aber wenn es offensichtlich nicht passiert, ist Impfpflicht doch immer noch besser, als das Virus mit uns eine Party schmeißen zu lassen. CP at 127th in Adelaide, Barricade Situation. Impfpflicht. Warum ist das so wichtig? Okay, ich habe netterweise ein bisschen Zeit, weil ich wegen der Lumbioischalgie, also ich habe den Rücken verknackst, wegen der Kackpflege, übrigens Haterpflege, 25 Patienten, du machst die mal alleine, weil, ja, wir sind halt unterbesetzt und na, wir können ja halt nichts dafür, wenn wir keine Pflegekräfte haben, weil alle Pflegekräfte kündigen, weil man unter den Umständen nicht arbeiten kann, aber auch eigentlich brauchen wir unbedingt Pflegekräfte, natürlich. Das wäre auch ein super Thema, zu dem ich echt viel sagen könnte, aber das nach hinten gestellt. Was ich jetzt spannend finde, Impfpflicht. Ja, MyLab hat sich jetzt doch auf die Idee geknastet, dass es jetzt doch vielleicht wichtig ist, eine Impfpflicht zu haben, weil wir werden ja alle sterben. Also, wie sollen wir das alles noch bewerkstelligen? Wir schaffen das nicht. Es sind immer mehr Menschen, die sterben. Also bald sind 85 Millionen weg. Was soll, Deutschland wird leer sein. Was soll denn dazukommen? Also, es geht nicht. Hallo. Ja, komm. Also realistische Zahlen werde ich euch verlinken. Ich werde mich gar nicht mit den Zahlen befassen. Realistische Zusammenarbeit. Wir denken nach kurz. Wir denken nach. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Also, so viele Menschen sterben nicht an Corona. Tut mir leid. Tut mir leid, Mai, dir das zu sagen, aber Corona ist durchaus ein Problem in bestimmten Ecken, weil das schart sich halt in bestimmten Intensivstationen, aber das ist nicht grundlegendes Problem. Es gibt Leute, die haben eine Lungenentzündung, es gibt Leute, die haben eine normale Grippe. Die kratzen davon auch ab. Bei uns im Pflegeheim sind Leute abgekratzt, die wurden davor einfach nur wegen der Grippe geimpft. Ja. Ja, passiert. Ja, bei 99 plus ist es auch mal in Ordnung zu sterben. Da ist sowieso diese Tendenz zu sagen, warum sollen die Leute ewig leben? Aber das ist ein anderes Problem. Jetzt hätte ich mal eine spannende Frage, was ihre starken Argumente sind. Ich habe mir das durchgeguckt. Ich verlinke es euch, ihr könnt es euch gerne angucken. Bitte guckt es euch an, bevor ihr euch eine Meinung macht. Das ist wichtig, weil wir wollen ja nicht voreingenommen sein gegenüber Mai. Und ich fand teilweise ihre Kommentare sehr interessant, weil es ist halt purer Egoismus, dass man freiliebig entscheiden möchte, welchen operativen oder generell medizinischen Eingriff man bei sich selbst verübt. Weil das ist ja nicht mehr meine Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung von Mai. Sie hat es gesagt, sie ist die Wissenschaft. Es muss so sein, es geht nicht anders, tut mir leid. Leute, ihr müsst euch impfen. Also abgesehen davon, dass die Impfpflicht sowieso indirekt herrscht, weil ich mich habe impfen lassen, weil mir gesagt worden ist, ich darf nicht mein Anerkennungsjahr beenden. Was ziemlich wichtig war, dass ich mein Anerkennungsjahr beende, weil ich musste diese Ausbildung auch irgendwann mal beenden. Und dann relativ schnell arbeiten gehen, weil Leute durchaus mir gegenüber in der Abhängigkeit waren, dass ich finanziell unterstütze. Nun, dann hast du halt keine Wahl. Dann sagst du, ja gut, dann, wenn ich sowieso jeden Tag penetriert werde mit der Anfrage, so wann hast du deinen Impftermin? Warum lässt du dich nicht impfen? Was ist los eigentlich bei dir? Wo die Leute sich schon von vornherein gegenseitig zerwursten, wo ich mir denke, so, was ist los mit euch? Und jetzt mittlerweile ist es jetzt der springende Punkt, dass man eine Pommes für kriegt, dass man eine Wurst kriegt und dass die Leute sich überlegen, ey, wie wär's mit, wenn du mal einen Joint kriegst dafür, dass du dich hast impfen lassen, wo ich mir denke, ja, coole Idee. Ja, gut. Ist nur die Frage, wie viele Menschen das machen, weil sie sonst nichts zu essen haben oder ihren Konsum nicht tätigen können, weil sie einfach nur die Sucht haben oder in dem Fall einfach Obdachlose, die eine kostenlose Mahlzeit in Anspruch nehmen, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, die dann geimpft werden. Wo ich mir denke, ja, ist auch nett. Das ist schon eine indirekte Impfpflicht, sorry, aber du hast schon das, was du willst. Die Leute werden immer mehr malträtiert, sich zu impfen. Als Ungeimpfter geltest du als
Unwesen, was sich hier betreibt, was mittlerweile zu allem übrigens Schuld hat. Witziges Twitter-Game. Ungeimpfte sind an allem schuld. Übrigens. Die sind auch schuld, dass ich mir den Rücken kaputt gemacht habe, übrigens. Ungeimpfte sind schuld. Ah, ha. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie lange wollen wir das eigentlich noch zu uns führen und einfach immer noch über diese Impfpflicht reden? Ich halte schon von vornherein dafür, weil der soziale Druck schon da ist. Abgesehen vom staatlichen Druck, der immer wieder dazu führt, dass man als Ungeimpfter schon nirgendwo mehr hin kann. Und sagen wir mal so, im Pflegeheim werde ich jetzt die ganze Zeit malträtiert, ich sollte doch mal wieder die dritte Impfung machen. Es dauert, war doch schon so lange her, dass ich meine zwei Impfungen habe. Ich brauche doch meinen Booster. Also, ihr könnt doch nicht arbeiten ohne Booster. Das geht doch nicht. Und da fängt es schon an, dass es den Leuten gegenüber verpflichtet wird, wo ich mir denke, in allen anderen Dingen habt ihr eine so große Meinung über die Freiheit. Die Freiheit der Religionsfreiheit, die Freiheit darüber, dass Menschen mit jeglichem Hintergrund überall arbeiten dürfen, die Frauenquote, die unbedingt da sein muss, damit Frauen überall arbeiten können. Dann folgende Frage. Warum muss mein Arbeitgeber mich verpflichten, mich impfen zu lassen? Er verpflichtet mich aber nicht, dass meine Muslimerfreundin ihr Kopftuch ablegen muss. Warum auch? Was wäre das? Das wäre eine Diskriminierung, dass der Arbeitgeber sagt, sie dürfen hier kein Kopftuch tragen bei der Arbeit. Das wäre eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Da habt ihr keine Probleme damit, das zu sagen. Aber was ist das jetzt? Ein höheres Gut, um andere vielleicht nicht zu attackieren, wo ich mir denke, ich als Geimpfter bin eine Virusschleuder. Ich darf überall als Geimpfte durch die Gegend laufen. Ich darf überall nur meinen Impfpass zeigen und sagen, ja, alles easy, komm, ich habe einen Impfpass, alles in Ordnung. Abgesehen davon, bis es zu dem Booster kommt, wo selbst die Geimpften mittlerweile dann nur noch als Ungeimpfte gelten. Das kommt irgendwann auch noch, aber bis dato ist es noch nicht so weit. Das heißt, du hast freie Bahn ohne Testung als Geimpfte. Wo ich mir denke, gut, wir Pflegekräfte werden trotzdem zweimal die Woche getestet oder einmal die Woche getestet. Gut, anderes Ding. Verstehe ich jetzt auch in dem Sinne. Ich verstehe aber diesen Impfdruck nicht. Die Impfung selbst ist nicht unweigerlich ein Indiz dafür, dass du vollkommen fernab von jeder Viruslast bist. Du bist ja immer noch infizierbar. Das sagt dir auch der RKI mittlerweile, der ja immer die ganze Zeit auf Wut gesagt hat, wie toll die Impfung ist. Und das hat aber keiner gesagt im Übrigen. Psch, 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 das hat niemand gesagt. Aber jetzt, selbst Karl Lauterbach ist vielleicht schon langsam in diese Weise auch angekommen, dass die Impfung nicht ganz unweigerlich bedeutet, dass man niemanden mehr infizieren kann. Gut, umsonst tragen wir ja nicht die Masken noch im Gebäuden, bla bla bla. Nicht umsonst ziehen wir die an, obwohl wir geimpft sind. Abgesehen davon ist die Frage natürlich auch, wie weit schützt die, aber darum geht's jetzt gar nicht, komm. Diese Verpflichtung ist Bullshit. Und das sage ich dir deswegen, weil es inhärent schon einen großen Druck gibt, dass diese Menschen sich impfen sollen. Wir sollten eher darüber diskutieren, ob man überhaupt jemanden dazu drängen und nötigen kann, sich impfen lassen zu müssen. Das wäre die springende Frage. Und ob das den Aufwand überhaupt sinnig ist, sich impfen zu lassen, wenn man nicht hundertprozentig sagen kann, dass ich Menschen nicht mehr anstecke, sobald ich geimpft bin. Weil das kann man eben nicht sagen. Die Impfung impliziert nicht automatisch, dass man nicht infiziert wird und es ist impliziert auch nicht, dass du unweigerlich nicht krank sein kannst. Wieso kennt den Trick? Der kleine blaue Mann. Also, habt ihr schon gemerkt, dass seine Haarfarbe übrigens eine AfD-Farbe ist? Jedenfalls ist das Problem, dass er geimpft gewesen ist und er kann sich trotzdem infizieren und kann erkranken. Natürlich ist die Symptomatik in der Regel eher geschwächt, wenn alles klappte mit der Impfung.
Die Impfung ist aber leider nicht ein Ultimatum, das sagen kann, dass dies und das klappt, weil das eben nicht der Fall ist. Es ist halt eine Option und so soll es auch gehandhabt werden. Und das wird es nicht. Es wird als Ultimatum gestellt, dass es keine andere Möglichkeit gibt und die Impfung rettet uns alle, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Tut mir leid, Mai, das ist nicht der Fall. Und es tut mir auch leid, dass du in deiner Zeit, wo du halt immer wieder bei den Öffis bist und immer mehr schöne kleine Preischen bekommen hast und die Wissenschaft, die du beherbergst, denn übrigens deine neue Sendung explizit über politische Themen bespricht, ich kann dich leider nicht mehr als die Wissenschaft ansehen. Tut mir leid. Wenn du mir erklären würdest in deiner Show, wie du eine Cola und Mentos vermischt und warum das aus einer chemischen Basis entsteht, würde ich dich wieder ernst nehmen können. Also das ist meines Erachtens genau deine Arbeit. So wie ich das verstanden habe, bist du Chemikerin. Du kannst mich ja gerne eines Besseren belehren. Diese Kommentare dürfen mich gerne eines Besseren belehren, was sie genau ist, aber natürlich kann sie über politische Themen sprechen. Es mag nicht ein Autoritätsargument sein, zu sagen, sie ist Chemikerin, sie hat keine Meinung dazu. Nein, in keinster Weise. Aber ich denke mir, sie möchte doch Leute aufklären. Das war ihr erstes Ding, was sie machen wollte, als es zur Impfpflicht ging und sie das Thema dann damit endete, dass die Leute nur aufgeklärt werden müsse und dass man den Leuten einfach nur erklären müsse, was wirklich so ist und dass sie einfach nur über Falschinformationen verfügen, deswegen sich nicht impfen lassen. Kann es auch vielleicht sein, Mai, dass die Menschen sich tatsächlich nicht impfen lassen, obwohl sie gut aufgeklärt sind und sich gut informiert haben und der Meinung sind, dass das nicht sinnvoll ist, sich zu impfen? Ich weiß, das mag für dich nicht sein. Das kann nicht sein. Deswegen brauchen wir ja jetzt eine Impfpflicht, weil die Leute einfach dumm sind. Die sind nicht informiert. Die können kein Internet. Die müssen das doch lernen. Und wer kann es denn besser lernen als Mai? Ja. Pragmatismus. Jetzt. Natürlich ist keine Maßnahme perfekt. Natürlich müsste man sich fragen, wie eine Impfpflicht konkret aussehen sollte. Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wäre gut überprüfbar. Eine Impfpflicht für alle weniger gut. Natürlich muss man auch mit Dingen rechnen wie gefälschte Impfzertifikate. Passiert jetzt auch schon bei Testzertifikaten. Das ist alles nicht optimal, aber jetzt ist nicht die Zeit für Perfektion. Jetzt ist die Zeit für Pragmatismus. Don't let perfect be the enemy of good. Lass nicht perfekt der Feind von gut sein. Alles, was hilft, hilft. Und wir haben ja auch gar keine Zeit für Perfektion. Die Uhr tickt. Selbst wenn heute alle Ungeimpften anfangen würden mit ihrer ersten Impfung, dann würde es ja noch Wochen dauern, bis die volle Wirkung da ist. Hätten wir viel früher anfangen sollen? Ja, aber es ist jetzt noch nicht zu spät. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Besser jetzt als noch später. Nervt es, frustriert es, dass wir deswegen immer noch Kontakte einschränken müssen? Ja, aber es ist immer noch besser, als wenn die Intensivstationen volllaufen. Und liebe Regierung, ich weiß, ihr habt versprochen, es gibt keine Impfpflicht. Und ja, Wortbrechen ist scheiße. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation nicht euer Wort zu brechen. Eure